Konnichiwa, ihr Chibis, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von TechIt. Eine nackte Chillklöte begrüßt euch hier zu dieser Folge, denn das wird sich bald ändern. Die Folge wird sowas von voll mit neuen Sachen, die wir bauen werden, wenn denn alles so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe und vorbereitet habe. Ich hoffe, ich habe an alles gedacht, weil ansonsten stehe ich ziemlich bald als ziemlich gepuppert vor, also gearscht vor. Bastes war auch schon da. Super, haben wir alles soweit abgehakt und können direkt mit der Action beginnen. Ich gehe erstmal ins Bett, damit da draußen... geht das wieder los? Ne, ich gehe diesmal nicht raus. Das Erste, was wir machen werden... Genau, ich bin da eigentlich jetzt gerade von weggelaufen, was ich euch zeigen wollte. Ich habe ja schon gesagt in der letzten Folge oder in der davor. Ich setze hier eine Kiste und einen Hopper drauf, damit ich nur noch die Erze in die Kiste schmeißen brauche. Damit die im Hopper landen und dann hier rein. Und von da aus dann natürlich direkt in den Ofen. Und von da aus dann zack runter in die Kiste, sodass alles ein bisschen zügiger geht. Sehr schön. So. Ganz schnell ab zum nächsten Thema, denn heute wird's atomar. Heute wird's atomar und um mich zu schützen, brauche ich ein paar Klamottjes. Richtig. Und um die herzustellen, brauche ich zum einen Lederrüstung, Wolle und einen ganzen Schwung von Basic Circuits, die gemacht werden aus Redstone, Bronzeplatten oder Stahlplatten, wie man möchte. Ich nehme aber Bronze, weil Stahl ist zu teuer dafür. Redstone und Redstone Comparator. Comparators werden aus Redstone Torches und Smoothstone und Netherquarz gemacht. Alles gefarmt, ob es reichen wird, was ich gefarmt habe, sehen wir dann. Jetzt mache ich mir aber erstmal die grundlegende Rüstung für die, für diesen Atomschutzanzug. Denn würde ich diesen Anzug dann nicht tragen bei gewissen Arbeitsschritten, denn würde die grüne Schildklöte anfangen zu leuchten und das, wollen wir nicht? Nee, also, ich würde drauf gehen dran. Ich würde da wirklich hops gehen. Und darum mache ich mir jetzt auch so einen schönen Anzug dafür. So, die Sticks brauchen wir noch. Wir brauchen Redstone. Und wir brauchen diese Bronzebarren. Oder Bronzeplatten, besser gesagt. Gucken wir mal, wie viel wir da rauskriegen. Aber ich glaube nur eine. Das ist ziemlich malig, obwohl das ist nur Kupfer. Moment, das ist jetzt fast schief gegangen. Wir brauchen ja Bronze. Verzeihung. Rüsselzeug ist immer noch nicht ganz weg. Aber es läuft. So, wir brauchen ein bisschen Zinn. Und schmeißen jetzt diesen Zinn. Ich mache jetzt mal mit 3. Nee. Nein. Shit, wie war jetzt Bronze nochmal? Moment, gucken wir mal eben schnell nach. Hazmat Suits. Das Ding, Bronzeplatte, ein Bronze-Ingot kriegen wir aus Bronze-Dust und den kriegen wir aus Kupfer. Ah, okay, falsch angeordnet, das war's. Gut, wenn es nur das ist, dann ist alles noch im grünen Bereich. Zack. 2 Stück, na, da werden wir schon mehr brauchen. Wir brauchen allein für den Anzug, brauchen wir 1, 2, 3, 4... 4 Stück. Das heißt, ich kann jetzt eigentlich auch mal hochgehen, denn ich glaube, ich habe alles soweit bedacht. Und kann meine Bestände hier einfach mal rinjagen in die Kiste oben. Ich nehme halt immer nur so ein Teil raus, damit immer noch ein bisschen auf Reserve bleibt. Uranium brauche ich nicht. Yellowrite brauche ich im Moment auch nicht. Ferrus habe ich soweit fertig. Ja, okay. Hauen wir mal die Erze da oben rein. Blub, blub, blub. Gut. So. Haben wir denn hier noch ein bisschen... Ja, da haben wir noch ein bisschen Kupfer. Hier haben wir schon haufenweise neues Erz. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Funktioniert momentan wie vorgesehen. So. Wir haben die 4. Die muss ich mal kurz hier durchjagen. Machen wir schnell an dem Ofen. In der Zeit machen wir die Torches. So, na, wenn wir schon ein bisschen mehr brauchen. Denn auch für die ganzen weiteren Bestandteile, die nachher dran sind, brauchen wir einiges an Torches. Dann, Sticks her. Ist das laut? Ich guck mal eben nach hier. Music is off. 30%? Ja, ist okay. Das ist in Ordnung. Netherquarz. Und jetzt brauchen wir letztendlich die...
Hab ich doch hier einen Ofen geschmissen. Ach da. Na komm. Wer fertig? Wir haben nicht viel Zeit. Kann sein, dass die Folge ein bisschen länger wird, wenn denn alles so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Shit, wir brauchen mehr davon. Ich vollhonk. Ich brauche ja allein für eine Platte schon 4. Genau. Also brauche ich jetzt noch 4, 8, 12. 12 Stück. 12 Ingots hier. Ja, aber Kupfer reicht nicht. Haben wir denn schon Kupfer hier in der Kiste jetzt? Ja, traumhaft, traumhaft. Mehr hier. So. Und hepp. Schmeiß mich hier in den Ofen. Dauert jetzt natürlich ein bisschen. Oder ich nehme es hier wieder raus und schmeiß es oben in den Electric Furnace, denn der dürfte etwas fixer sein. Ich werde nur abpassen jetzt, dass ich den da rechtzeitig reingeschmissen krieg. So. Wie viel hat er denn noch hier zu verarbeiten? Ah ja, der wartet drauf, dass jetzt hier nebenan Platz ist. Ist auch gleich soweit. So, schnell den rein. Warten, bis er den durch hat. Yep, schnell den hinterher. So, jetzt darf das Ding wieder vor sich hin dümpeln, wie es für richtig hält. Also die Viecher sind ziemlich massiv extrem unterwegs hier. Also das ist ziemlich hart. So, was wollte ich jetzt eigentlich? Achso, genau, ich habe ja den Tinker's Alloy Ingot. Genau, das ist das, was ich brauche. Und daraus müssten jetzt... Genau. So, wir haben die 4. Das heißt, ich meine jetzt die Circuits. Dazu brauchen wir einen ganzen Schwung von den Comparatoren. Hüpp. Hüpp. Und die Torches. So, da haben wir jetzt mal 7. Das reicht noch nicht. Das heißt, ich mache noch ein paar Torches mehr. Halt. So. So. Und dann verheizen wir noch die Dingers hier. Denn für andere Rezepte brauche ich sie erstmal nicht. So, das soll es mir erstmal tun. Dann geht es jetzt weiter. Das Teil dahin, wenn ich es richtig im Kopf habe. Genau, Redstone und die Comparators da ringsrum. 1, 2, 3, 4. 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, ich kann nicht zählen. 1, 2, 3, 4, so. Und meh. Kommando zurück. So, jetzt aber. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Egal. Hauptsache, wir kriegen die 4 raus. Blub. Nun, brauchen wir... Fangen wir mal mit dem Helmchen an. Helmchen kommt dahin. Denn die kommen da unten rein. 1, 2, 3. So. Teilen wir die gleich mal auf. Entsprechend. So. Da haben wir schon mal das Helmchen. Dann haben wir hier das Bruststück. Wir haben die Schlüpper. Und wir haben die Latschen. So. Gleich mal anziehen, den Kram. Ist das nicht sexy? Hä? Ich finde das total cool. So. Dann der nächste Schritt. Ich entführe euch mal kurz in den Keller von unserem kleinen Fabrikgebäude. Denn den habe ich soweit auch schon fertig gemacht für den nächsten Schritt. Denn wir werden uns eine neue Energiezufuhr oder Energiegewinnung erstellen. Welche eben atomar wird. Das kommt hier hin. Dafür brauchen wir auch wieder allerhand Kram. Ich hoffe, meine Materialien reichen, wie ich sie mir zusammen gefarmt habe. Mensch. Rüsselseuche. Schon seit Wochen jetzt. Gut, und zwar brauchen wir als erstes einen Reaktor. Das ist das Baby hier.
Für den brauchen wir zum einen 4 Stahlplatten. Jeweils eine Stahlplatte gewinnen wir aus Stahlstaub. Und den gewinnen wir aus jeweils einem Eisenbarren und eben Kohle ringsrum. Das heißt, ich krall mir jetzt hier ein bisschen Eisen raus. Wie viel werden wir dann brauchen? Wir brauchen 4 pro Stück, wir brauchen 4 insgesamt, wir brauchen 16. Allein für die Dinge dann. Ich glaube, wir brauchen da 2 von. Ja, wenn da, ah ne, das ist nochmal ein anderes Rezept. Da brauchen wir wieder dieses Comparator dazu und den ganzen Kram. Wir brauchen, ah genau, die Steel Plates war das. Brauchen wir hier auch nochmal. Kann also sein, dass ich nochmal einen Cut machen muss, um Eisen zu farmen. Denn wir haben, soweit ich das weiß, jetzt nichts mehr an Eisen. Ne, da werde ich nochmal farmen gehen müssen. Scheiße. Aber ist egal, machen wir. Aber wir haben ja noch 4. Sehr schön. Gut. Machen wir aber erstmal hier weiter. So. Na. Kohle. Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Klatschen wir mal den ganzen Kram rein. So. Verballern wir einfach mal den ganzen Stack Kohle. So. Das wandert jetzt wieder ab in den Ofen. Oh. Uns ist der Saft ausgegangen. Interessant. Dann bringen wir das mal wieder schnell in Ordnung. Dürfte nämlich daran liegen, dass hier keine Kohle mehr drin ist. Richtig. Zack. Und wir haben wieder Saft. Ja, jetzt läuft es wieder an. Und na komm. Gib Gas. So. Gibt es denn schon was, was wir noch fertig machen können? Ja genau, wir können den, die Advanced Circuits schon mal machen. Dazu brauchen wir insgesamt 4 von den Basic Circuits nochmal. Sprich, wir brauchen nochmal, 2 Bronzeplatten. Habe ich da noch Bronze? Ne. Kupfer. Und Zinn. So, das bringen wir dann auch schon mal hoch zum Durchjagen lassen. Ich weiß nicht, wie schnell das hier mit dem Dust fertig ist. Perfekt. Das nenne ich Timing. Aber wir brauchen noch mehr. Ich brauche noch mehr. So, und Zinn. Habe ich noch mehr davon? Da ist noch ein bisschen Zinn. Da ist Aluminium. Gut. Schmeißen wir da rein, dann kann das auch schon mal arbeiten. Ist das fertig? Auch schon fertig. Mensch, das geht ja fix. Oh Mann. So. Dann haben wir jetzt hier nochmal Kupfer. Und wir haben den Zinn. So. Na komm, komm, lass mich das schnell zwischenschieben. Nein! Komm! Lass mich zwischenschieben! Was kommt denn da durch? Ach, Kupfer. Hoffentlich ist Kupfer landet gerade. Gold haben wir auch mit dabei. Gut, das muss warten. Also es kann durchaus sein, dass ich hier diesen ganzen Part jetzt doch in 2 Teile aufteilen muss, weil... Leute, da kommt noch so viel Kram, da kommt noch so viel Zeug, was wir jetzt dafür fertigstellen müssen. Da haben wir wieder das Alloy. Blip. So. Dann haben wir eine schon fertig, daraus können wir direkt wieder... oder auch nicht. Wir brauchen noch mehr von den Circuits. Kann sein, dass ich dann sogar nochmal in den Nähte auch noch muss. Leute, das ist intensiv an Materials, nicht? Und ich sehe schon wieder, ich brauche erstmal noch wieder Torches. Blub, blub, blub. So, hüp, hüp. So, und da und hüp.
So, einen kriege ich schon mal wieder fertig. Halt. Bevor ich das wieder verkacke. 1, 2, 3 und 4. Das Ding in die Mitte und Redstone ringsherum. Jawohl, da haben wir einen Circuit und den brauche ich im Endeffekt jetzt nochmal. Hier schwirrt noch. Ach genau, das habe ich mit Absicht da reingeworfen. Da haben wir wieder ein bisschen Kupfer. Hier haben wir Zinn. Ja, so und so und so. Haben wir gleich noch ein bisschen mehr, was wir jetzt da oben reinwerfen dürfen. Jetzt hat der Regen auch Gott sei Dank aufgehört. Dankeschön. Sehr gnädig, sehr gnädig, sehr gnädig. Der ist natürlich immer noch sehr beschäftigt jetzt hier. Ich weiß natürlich nicht, ob mich das Ding da einfach damit... Ich kann das einfach mal hier reinparken, da reinparken. Nein, geht nichts. Also muss ich jetzt echt so und dann so. So. Wann hast du erstmal wieder da oben drin? Denn ich brauche das Alloy jetzt. So, hier haben wir auch schon mal die Steel. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Damit kann ich auch schon mal weitermachen. Denn wir brauchen das ja für den, für die Reaktorzelle, für, genau, Diamonds brauche ich dann noch, Redstone. Oh Gott, da brauchen wir noch mehr Stück. Wir brauchen da zwei von den Dingern. Oh, wir brauchen so viel Zeug. Da, hierfür war das. Und noch mehr Comparator. Sprich, ich muss auf jeden Fall noch mal in den Nether. Igitigit. Pfui Teufel. Pfui Teufel. Habe ich nicht noch was über? Doch, ich habe da noch ein bisschen was. Oh Gott sei Dank. So. Sticks. Sticks. Sticks machen. Schnell Sticks machen. Daraus wieder Torches. So, denn... Ja. Öp. Und öp. So. Ja, wir kriegen da jetzt erstmal auf die Schnelle nicht raus mit dem... Was? Wieso nicht? Wann scheiterte das denn jetzt gerade? Oder war ich bloß wieder zu doof? Ja, die Torches waren ausgegangen. Okay, okay, ich weiß Bescheid. Ist ja gut. So, jetzt. Jetzt ist hier kurz Äpfel. So. Und nochmal nachgucken. Was man nicht im Kopf hat. So, wir brauchen hier vier und einen in die Mitte. So, wir brauchen davon zwei Stück. Das heißt, hier kommen zwei Iron Barren in die Mitte. Zwei hier, zwei da, zwei dort und zwei hier hin. Und wir brauchen diese Comparators wieder ringsherum. Jeweils zwei Stück, um die Motoren zu erzeugen. Blob, damit zwei von den Motors. Empty Cell, brauchen wir Glas und Zinn. Habe ich noch Glas? Ja, perfekt. Brauche ich einen im Moment nur. Und eben Zinn. Ich glaube, da kriegen wir jetzt 16 Stück oder so raus. Jawohl, perfekt. Dann der nächste Schritt ist immer noch der Quark hier, wo wir immer noch auf unsere Bronze warten. So. Ich krieg nur zwei raus. Das ist, ist noch nicht ausreichend. Wir brauchen noch mehr. Habe ich noch mehr Kupfer? Mit Sicherheit. Jawohl. Habe ich auch noch mehr Zinn? Yep. So. Denn wir brauchen ja insgesamt von diesen Dingern vier Stück. Sprich, hier einmal für den Advanced Circuit und hier unten nochmal für den Advanced Circuit. Also, bekanntes Spiel. Blöp, blöp. Blöp, blöp. Fünf. Ja, das reicht dann. Wenn ich Mathe-Genie das richtig im Kopf habe. So. Es hat mich kurz gestört, dass da der Redstone-Block neben dem anderen liegt. So, nur diese Item-Conduits sind ein bisschen lahmarschig. Sprich, das dauert ein bisschen, bis es hier unten ankommt. Was können wir dann noch fertigstellen? So, wir haben das fertig. Wir haben die Steel Plates können wir machen. Insofern ich da noch genügend über habe, was ich aber bezweifle. Ja, ich habe zwei. Ich brauche nochmal zwei. Das heißt, noch mehr Steel Dust. So, das war... Die Dinger in die Mitte. Ich möchte jetzt nicht zu viel verbraten. Wie viel brauche ich da insgesamt? Acht Stück. Verkackt. Na komm. So.
Blub. Bringen wir das hoch, damit das schmelzen kann, während wir uns gleich nochmal um die Brausedinger kümmern. Jawoll. Es ist schon hier unten angekommen. 5. Jawohl. Hust, hust. Mensch. So. Dann haben wir das fertig. Jetzt fehlt es aber wieder an den Comparators, wenn ich das richtig sehe. Wir brauchen da 2 Stück mehr. Jetzt sind die Torches, woran es klemmt. Okay. Ich habe kein Holz mehr dafür. Lalala. Fällt euch auf, dass ich in letzter Zeit ziemlich viel singe? Fragt mich nicht, warum. Dabei bin ich absolut nicht gesangstechnisch begabt oder so. Ich weiß nicht, warum ich euch das antue. So. Blab, blab. Gut, dann haben wir die fertig. Die können jetzt wieder hier, da, so, hin, so, und da und so. Unsere Dings hier in die Mitte und... Oh, ich brauche einen zweiten Werktisch oder irgendwie sowas. Oder einfach nur ein bisschen mehr Grips, damit ich im Vorfeld daran denke. Nee. Lucy. Beschwert sich das schon wieder? Ja. Gleich, Mäuschen. Ja, ja. Beschwer dich nicht. Gleich. Oh, hörst du mal auf, bei mir rumzupopeln, wie so eine Bekloppte. Mäuschen, gleich. Ich kann jetzt nicht... Au! Oh, du Pute, hörst du mal auf, mich zu kratzen? Ja, ist ja gut. Was für eine Sonne, du bist so heiß. So. Ich glaube, ich brauche noch einen mehr. Ja, Lucy, gleich. Du Pflaume. Aua, sag mal. Leute, ich werde hier umgebracht von meiner Katze. Bist du doof? Hä? Gleich, Mäuschen, gleich. Ah, so viel dazu, wenn ich mal vorhabe, ordentlich Gas was zu produzieren hier. Lucy. Alte Massakriererin. Aua, hör mal auf jetzt. Was ist kaputt mit dir? Gleich. Ich weiß, meine Katze versteht nicht, wenn ich sage gleich, aber trotzdem. Ja, Stinky, ist ja gut. Ich muss hier jetzt Advanced Circuits bauen. Kann nicht deinen Popo kraulen. Mensch. So, ja. Dauert alles länger, als ich gedacht habe. Ich dachte, ich könnte das hier einfach mal so schnell durchpressen, das ganze Gedöns. Aber wir haben jetzt, wir haben noch nicht mal eine von den Maschinen fertig. Und das ist nur eine von 1, 2, 3. Von der Nummer 3 brauchen wir viele. 4, 5, 6. Also 5, 6 Maschinen brauchen wir insgesamt dafür. Und jetzt braucht der Stone hier so lang. Komm her. Ich teile dich auf. Vielleicht mache ich das auch so, dass ich jetzt quasi diese Folge so machen lasse und die nächste dann, dass ich da dann schon die ganzen Maschinen fertig habe und wir nur noch das Setup machen. Das braucht nämlich auch nochmal ein bisschen. Genau, schmeiß einfach mal Steine in den Ofen rein, wo keine Kohle drin ist. Du Profi. So. Lucy! Mach mich fertig, Mädel. Ja, ich weiß, du bist dabei, ne? Ja. Der kleine Stubenpanther hier. Werd fertig hier. So. Da kriege ich jetzt wieder 3 Stück raus. Ja, Lucy. Jetzt versucht ihr mir das Headset vom Kopf zu ziehen. Schon ein bisschen dreist, Mädel, ne? Ja, ja. Ich dich auch. So. Wir haben die 4 fertig. Ich brauche jetzt noch... Ach, du kitzelst. Ah. Ja, ja. So, Diamanten in die Mitte. Die Circuits links und rechts davon. Und oben und unten. Redstone, wo ich jetzt schon wieder... erst hingehen muss, um die Blöcke aufzulösen. Warum mache ich nicht gleich alle? Ja, gut, dann hätte ich das Inventar wieder voll. Ja, ist egal. So. Die normalen Circuits dahin. Redstone oben, Redstone unten. Und wir haben auch die beiden Circuits. Was fehlt uns jetzt noch? Die Steel Plates.
blöpp. Und ich habe wahrscheinlich wieder falsch gezählt. Mensch, wer hätte es gedacht, ich brauche nochmal so viel. Ne, ich habe 8 Stück jetzt. Oh Gott. Moment. 4 Stück reichen. Denn hier kommt jetzt dieses Ding in die Mitte. Die Motoren kommen links und rechts und die Advanced Circuits oben und unten. Tada! Wir haben den Reaktor. Den bringen wir schon mal in Position. Mensch, dann habe ich ja doch viel geschafft, diese Folge. Ich war annähernd so viel, wie ich vorher gehabt habe. Ups. So, der kommt dahin. So. Gut, dann würde ich sagen, war es das für diese Folge. In der nächsten Folge werden wir einen Thermometer bauen. Dieser kommt dahin. Dann brauchen wir eine Sticky Piston. Die kommt da unten hin. Dann kommt da ein Control Rod oben drauf. Das Ganze wird dann mit Wasser geflutet. Oben drauf kommt ein Ventilatorensystem. Das ganze Ventilatorensystem wird über eine Leitung mit einer Hardened Energy Cell verbunden. Und von dort aus wandert das dann da hoch und speist unser Energiesystem. Dann von diesem Thermometer geht eine Redstone-Leitung runter zur Sticky Piston und wird, wenn denn das alles so funktioniert, wie ich mir das vorstelle, vielleicht stelle ich mir hier daneben noch eine kleine Sirene, denn dieser Atomreaktor, der wird das Wasser, welches sich dann noch ringsherum füllen muss, wird er erhitzen, wodurch die Ventilatoren betrieben werden, diese Turbinen dann, und die dann wiederum den Strom erzeugen. Und wenn er aber überhitzt, dann macht das Ding BUMM. Und das will ich vermeiden, drum eben ein Thermometer dann hier, der bei der Maximaltemperatur von 1900 Grad Celsius dann sagt, okay Junge, jetzt ist gut, du bist heiß genug, mach mal Pause. Sondern schickt ein Redstone-Signal runter zu der Sticky Piston, Sticky Piston löst aus, dieses Control Rod kommt hochgeschossen und unterbricht die Funktionsweise des Reaktors, bis er sich wieder entsprechend abgekühlt hat. Gleiches werde ich dann noch hier nebendran eine... Gucken, ob ich da noch eine Sirene mit angebaut kriege. Sprich, dass selbst wenn ich da oben bin, dass ich mitkriege, oh shit, jetzt wird es gerade heiß da unten. Ja, das ist so der Plan. Das sollte einiges an Energie bringen. Und darum kümmern wir uns dann in der nächsten Folge. Da würde ich sagen, der Atommüll-Chibi wünscht euch alle Jute und würde sich freuen, wenn euch die Folge gefallen hat, dass ihr dann vielleicht ein Däumchen nach oben da lasst oder abonniert, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.